Fußball-WM, Fußball-WM, endlich ist bald wieder Fußball-WM. Und dann auch hier im eigenen Land spielen wir die Gegner an die Wand. Von Hamburg bis München, Berlin bis zum Rheinland spielen wir sie zumindest an die Großbildleinwand. Wir haben ja leider kein Ticket bekommen. Ticket bekommen ist wie im Lotto gewonnen. Und jetzt feuer ich mein Land an und schreie doch bloß die Leinwand an. Das ist genau wie 54 so schön, weil wir wieder gemeinsam vom Bildschirm stehen. So wie einst beim Wunder von Bern sehen wir heute schon wieder fern. Ja, wir würden ja so gern für Deutschland schreien, doch wir kommen ja nicht ins Stadion rein. So ein Mist, so ein Mist. Wenn du kein so guter Lottospieler bist. Das Spiel beginnt, wir nehmen unsere Plätze ein, die Marktplätze unserer Stadt, versteht sich. Wir fiebern, flehen, fluchen und schreien, nur hören können sie uns nicht. Und die Stimmung im Stadion hält sich im Rahmen, weil die meisten die Karten geschenkt bekamen. Und ist die Stimmung eher schlecht, dann verlieren, verlieren die Deutschen erst recht. Da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz und wir alle danken höflich Kaiser Franz. Was ist das Besondere an Kaiser Franz? Innen hohl, außen ein Idol. So wie einst beim Wunder von Bern, sehen wir heute schon wieder fern. Ja, 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 wir würden ja so gern für Deutschland schreien, doch wir kommen ja nicht ins Stadion rein. Oh, no. So ein Mist, ja, so ein Mist, so ein Mist. Ja. Ja, was denn überhaupt? Wenn du keiner von den Großsponsoren bist. Ja, genau. Genau. Oh yeah, come on, come on. Es ist etwas schwierig seit Hartz IV, doch wir glauben an uns, denn der Papst sind wir. Und wir glauben an Klinsmann, alles klappt wie nie, was auch daran liegt, alle heißen was mit I. Poldi und Schweini und Basti Fantasti, Klinsi und Olli, Waldi und Wonti. Wonti, Wonti, who the fuck is Wonti? Sodom und Gomorra mit Jörg von Torra. Reimen, reimen, immer mehr reimen. Ich bin der Reimi, ich reim euch ein. Ich bin der größte Reimer in diesem Land und ich reime euch jetzt um den Verstand. Rudi sagt zu Waldi, komm heizen wir zu Aldi und kaufen Weizenbier. Mit Waldi zu Aldi und Rudi ist gefeuert. Wer hat eigentlich nochmal gesagt, Fußball macht bescheuert? Ey Johann, reg dich nicht so auf. So wie einst beim Wunder von Bern sehen wir heute schon wieder fern. Ja, wir würden ja so gern für Deutschland schreien, doch wir kommen ja nicht ins Stadion rein. So ein Mist, so ein Mist, so ein Mist. Wenn du auf die Glotze angewiesen bist, angewiesen bist, angewiesen, Klinsmann, 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 Klinsmann. Mit Klinsmann hat eine neue Zeit begonnen, aber wenn wir nicht ins Finale kommen, dann fliegt er, yeah, yeah, yeah. Dann fliegt er für immer zurück in die USA.